Was geht ab, Fitnessfreunde? Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von der Tag eines Pumpers. Und ich habe schon mal diesen Teil abgedreht, aber das war 5 Minuten lang. Und wenn der erste Teil am Morgen, ohne dass ich was gegessen habe, ohne dass ich beim Training war, schon 5 Minuten lang ist, dann weiß ich nicht, wie lang das ganze Video ist. Also versuche ich die Kurzversion. Ich bin immer noch am Definieren, aber mein Gewicht geht nicht runter. Leider, also es bleibt, es stagniert. Ich könnte noch weiter abnehmen, indem ich entweder Cardio mache, aber darauf habe ich keinen Bock. Bin zu faul, ich hasse Cardio. Und zweitens, außer irgendwie Sport, Fußball, Basketball, Volleyball, Tennis, Tischtennis, irgendein Sport bringt mir Spaß. Und das wäre eine gute Cardio-Möglichkeit, aber da braucht man natürlich auch Leute, die das mitmachen. Und zweitens, könnte ich weniger essen, aber das will ich auch nicht, denn ich will den Spaß am Essen nicht verlieren. Und heute habe ich mal wieder richtig geiles Essen geplant. Und ich sag mal so, das was ich heute essen werde, ist so gesehen ein richtiger Cheat, der trotzdem sauber ist. Ja? Das ist vielleicht ein Wort, was ich erfunden habe. Clean Cheating. Ja, ich werde heute Clean Cheating machen. Also Sachen essen, die mich befriedigen. Oh fuck, hier ist eine Mücke. Scheiße, jetzt kommen die Mücken langsam. Ja, ich werde Essen zu mir nehmen, das mich richtig so zufrieden stellt, trotzdem nicht der übelste Cheat ist, trotzdem süß ist oder so chipsmäßig ist. Werdet ihr sehen, ich habe heute, ihr wisst ja, ich plane immer mein Essen, habe ich gestern im Bett geplant und es wird richtig geil. Ich werde auf 50 Gramm Fett kommen, 270 Kohlenhydrate, 120 Eiweiß. Das Fett könnte etwas niedriger sein, aber dann bringt mir das Essen nicht mehr so viel Spaß, weil Fett zu essen bringt einfach richtig viel Spaß und deshalb 50 Gramm. Darunter schaffe ich eher weniger. Ja, mein Körpergewicht stagniert, wie gesagt, und meine Gewichte stagnieren auch. Ich komme nicht mehr weiter mit den Gewichten. Beim Bankdrücken versage ich. Bei den Kniebeugen versage ich. Kreuzheben könnte ich mehr, aber will ich nicht, weil ich die Form halten will. Bei der Overhead Press komme ich nicht weiter und bei den Klimmzügen komme ich nicht weiter. Das sind immer meine Hypertrophie-Übungen, die ich im 5x5 ausführe und die mir Kraft bringen sollen. Mehr geht da wirklich nicht mit 2000 Kalorien. Ich brauche einfach mehr Energie. Und wie mache ich das? Ich muss einfach mehr essen. Und das werde ich auch bald wahrscheinlich tun, denn ich muss nicht auf die Bühne. Ich habe kein Fotoshooting. Das heißt, ich muss mich weiter runter definieren. Mein Ziel war es, so definiert zu sein wie noch nie, und ich denke mal, das habe ich erreicht. Ja, mein Ziel habe ich, denke ich mal, erreicht, so definiert zu sein wie noch nie. Ich bin ja auch so leicht wie schon seit Jahren nicht mehr, um die 75 herum, aber weiter runter geht das nicht. Und wenn es nicht weiter runter geht, dann denke ich mal, mache ich mich auch nicht kaputt. Und werde dann bald in den sauberen Aufbau gehen. Ich denke, das werde ich bald machen. Und davon werdet ihr auf jeden Fall auch was mitkriegen. Das ist in Anführungsstrichen mein Frühstück. Sieht echt scheiße aus, die ganzen Tabletten, Kapseln, Pulver und alles. Also ist echt nicht besonders gutes Frühstück. Nur wenn ihr definieren wollt, dann solltet ihr es vielleicht machen. Und hier geht das Cheaten aber auch schon los, denn ich habe hier Milch in der Mikrowelle warm gemacht mit Kaffee. Ja, ohne Wasser noch. Ich mache das am liebsten so, weil ich kann Kaffee ohne Milch nicht trinken. Dann kommt erst Wasser dazu. Und warum ist das schon Cheaten? Weil ich werde das alles nicht tracken, obwohl das alles Kalorien enthält. Wir haben hier Milch. Hat ein paar Kalorien, der Kaffee hat auch ganz wenige Kalorien. Wie viel Kalorien Kreatin hat, weiß ich nicht. Und die 5 Gramm Omega-3 haben sehr viel Kalorien. 4 Tropfen Süßstoff hat keine Kalorien. Aber die Omega-3, das sind ja so gesehen, sind das 5 Gramm Öl. Und insofern hat das 45 Kalorien. Allein schon diese Kapseln. Aber ich habe erhöht, ich nehme jetzt etwas mehr Omega-3, weil ich habe gemerkt, dass es in meiner Diät mir gut tut für die Gelenke. Für den Muskelschutz nehme ich 5 Gramm BCAAs. Die haben
glaube ich, 5 mal 4, also 20 Kalorien. Also es könnte sein, dass es schon hier um die 100 Kalorien sind, die ich morgens zu mir nehme, die ich aber nicht tracke. Also insofern ist das ein bisschen Cheaten. Vor dem Training nehme ich als Booster nur eine Aminosäure, und zwar die hier. Und ich habe schon ein Review darüber abgedreht und ich habe gemerkt, das bringt erst ab 5 Gramm bei mir eine Wirkung. Jetzt ist hier aber die Dosierungsempfehlung 2 mal 250 Milligramm. Also ein halber Gramm sollte man nehmen. Ich habe jetzt erst bei der zehnfachen Dosierung was gemerkt. Und ich gebe zu, ich kenne mich mit Supplementen nicht so gut aus, aber wer sich damit auskennt, der kann mir vielleicht schreiben, ob das schädlich ist, das so überzudosieren. Ich weiß, dass Misha auch diese Dosis nimmt, aber bevor ich das mir jedes Mal reinhaue, will ich wirklich wissen, ob das nicht schädlich ist. Da mache ich noch ein bisschen Black Roll zu Hause, ein bisschen die Beine zum Durchbluten bringen, schon mal vorwärmen für das Training, damit ich die Rolle nicht mitschleppen muss. Dann werde ich zum Training fahren und heute Beine und Bauch trainieren. Und ja, die Motivation ist nicht sehr groß, aber ich hoffe, dass es durch das Tyrosin meine Konzentration steigt. Was geht ab, Fitnessfreunde? Hier seht ihr, wie viele Aufwärmsätze ich eigentlich mache, bevor ich das richtige Beintraining mit dem Arbeitsgewicht beginne. Was ihr nicht sehen konntet, ist, dass ich vorher noch etwa 15 Minuten mit der Black Roll meine Beine schon mal richtig durchgeknetet habe und zum Durchbluten gebracht habe. Anschließend habe ich noch ein paar Dehnübungen gemacht für den unteren Rücken, für den Po-Muskel, für die Waden, für den Quadrizeps und für den Beinbeuger, also für alle Muskeln, die bei den Kniebeugen benötigt werden, um Verletzungen vorzubeugen. Und vor dem richtigen Training, bevor das richtig losgeht, habe ich dann nochmal, glaube ich, hier 4 Aufwärmsätze gemacht. Und ich mache die Aufwärmsätze immer deshalb so viele, um den Bewegungsablauf der Kniebeugen richtig zu verinnerlichen und um den Muskel immer langsam an das Arbeitsgewicht heranzutasten, wieder deshalb, um keine Verletzung zu kriegen. Ich beginne immer mit der leeren Stange, dann war ich 50 Kilo, 80 Kilo, 110 und dann kam das Arbeitsgewicht mit 117,5, also immer 30 Kilo draufgepackt und immer dementsprechend Ass to Grass, saubere Form versucht, das durchzuziehen. Ich habe immer bei jedem Training meine Nike Freeze an. Ich finde die richtig, richtig geil fürs Training. Die stinken nie, mein Fuß schwitzt nicht, also sind echt optimal. Die gibt's, könnt ihr übrigens holen, wenn ihr auf den Amazon-Link in der Beschreibung draufklickt. Was ich bei denen aber nicht so gerne mag, dass sie nicht ganz hoch an den Haken sind, deshalb habe ich ein paar Gewichte unter den Haken, weil man ja damit man nicht dazu neigt, sich nach vorne zu beugen und damit die Form auch stimmt. Hier habe ich das eigentlich, war ich eigentlich ganz gut zufrieden mit meinem geringen Körpergewicht so viel zu drücken, zu squatten. 5x5 habe ich leider nicht geschafft. Hier seht ihr den ersten Satz, den habe ich gepackt, den zweiten auch, dritten, vierten und fünften habe ich leider nur 4 Wiederholungen geschafft. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Training ist durch. Ich kann kaum laufen. Jetzt bin ich auf dem Weg wieder nach Hause mit dem Bus hier an der Bushaltestelle. Und ich habe seit gestern um 23 Uhr noch nichts gegessen. Wir haben jetzt 15 Uhr. Und jetzt geht's endlich nach Hause, endlich was in den Magen reinkriegen. Aber ich hoffe dadurch, dass ich so lange nichts esse, dass meine Fettverbrennung richtig in Wallung ist. Die erste Mahlzeit wird sein, noch ein bisschen Hähnchen von gestern, etwa 100 Gramm, 200 Gramm Prinzessbohnen, 255 Gramm Kidneybohnen mit, nee, das sind ja die noch übrig geblieben sind. Hier, das meinte ich, 100 Gramm Nudeln werde ich noch essen. Und eine Zwiebel mit ganz, ganz wenig Olivenöl. Einfach alles zusammen in der Pfanne vermischt. Jetzt noch ein bisschen Tabasco drüber. Und das ist eine ziemlich große Portion, ist aber ziemlich kalorienarm. Vor allen Dingen Low Fat. Und das ist das, worauf ich am meisten in meiner Diät achten muss.
nicht so viel Fett zu essen. Weil Fett ist eigentlich überall versteckt, in jedem Lebensmittel. Ja, da muss man sich schon die Lebensmittel suchen, die wirklich fettarm sind. Relativ große Portion und ich lasse es mir jetzt schmecken. Falls ihr es auch nachmachen wollt, ist ganz einfach. Dann wünsche ich euch auch ebenfalls guten Appetit. Alles aufgegessen natürlich und ich merke, die Portion, die ich in der Massephase vielleicht nicht geschafft hätte, schaffe ich jetzt mit Leichtigkeit, weil ich esse jetzt alles, was ich kriegen kann. Mein Körper holt sich alles, was er kriegen kann und es gibt nichts Besseres, als in der Definitionsphase sich den Bauch voll zu hauen. Und ihr wisst, ich esse gerne nach dem großen Mittagessen etwas Süßes für einen anderen Geschmack im Mund und ich denke, es geht vielen genauso. Und jetzt gibt es einen selbstgemachten Proteinriegel, wie ihr den nachmachen könnt. Das Video wird noch folgen. Übrigens, der Geschmack von den Riegeln ist Schoko-Mandelbutter-Cranberry. Warum esse ich eigentlich keine Vollkornnudeln, sondern Nudeln aus Hartweizen? Ganz einfach, weil die schmecken mir besser und genug Ballaststoffe habe ich sowieso schon über den Tag verteilt, die ich zu mir nehme, weil zu viele Ballaststoffe sind ebenso schlecht für den Darm wie zu wenig Ballaststoffe. Und das ist der Grund. Und außerdem bin ich auch nicht perfekt in meiner Ernährung. Ich kenne mich gut aus mit Ernährung, würde ich behaupten. Ich weiß, wie perfekte Ernährung funktioniert, aber ich mache es nicht, weil es einfach keinen Spaß bringt. Und ihr werdet in diesem Video noch sehen, dass ich alles andere als perfekt esse. Ich versuche, habe ich vorhin schon gesagt, ich versuche clean zu cheaten. Praktisch jeden Tag irgendwie einen kleinen Cheat hereinzunehmen. Heute werden es ein paar mehr Cheats. Aber das gibt mir einfach die Kraft, meine Diät weiter durchzuziehen. Ich muss jetzt noch ein bisschen für die Uni lernen und ich mache das immer so, wenn ich lerne, versuche ich mir das Lernen ein bisschen angenehmer zu machen. Und deshalb werde ich mir jetzt 50 Gramm Erdnussflips reinziehen und dann ist das Lernen auch nicht so schlimm, weil man da nebenbei was Geiles zum Knabbern hat. Oh, wie geil, ich habe so lange nicht mehr solche Chips bzw. Flips gegessen und habe sie innerhalb von 5 Minuten aufgegessen, ohne zu lernen wirklich. Und deshalb muss jetzt noch was her zur Verstärkung und zwar ein zweiter Proteinriegel. Mit einer fetten Cranberry hier an der Seite. Und mein Ernährungsplan hat sich jetzt doch ein bisschen geändert. Ich werde jetzt 10 Gramm mehr Eiweiß und 10 Gramm weniger Kohlenhydrate dafür essen, weil ich noch das Hähnchen von gestern aufessen muss. Ich will es lieber nicht bis morgen im Kühlschrank lassen und wegschmeißen, will ich das natürlich auch nicht, das kostbare Fleisch. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und das ist mein Abendessen. Ich werde 4 Scheiben Vollkorntoast essen. Und ich lege mir das alles immer so raus, weil dann weiß ich genau, was ich essen kann und teile mir das irgendwie dann auf das Brot auf. Ich esse 2 Tomaten mit Schnittlauch, Pfeffer, Salz, 40 Gramm fettarmen Frischkäse aus Ziegenmilch. Eine Scheibe oder eine halbe, ist das eine halbe Scheibe Käse. Alpengouda, einer meiner Lieblingskäsesorten. 100 Gramm Hähnchenbrust, das was im Kühlschrank noch übrig war, muss ich noch aufessen. Und 50 Gramm Räucherlachs. Daneben gibt es noch Tee, das ist jetzt türkischer Apfel, richtig geiler Tee. Mit 4 Himbeertropfen von MyProtein. Hier ist das Essen. Und nebenbei wird wie immer YouTube ein bisschen angeschaut. Übrigens für die, die es noch nicht wissen, ich habe auch Instagram und ich versuche jeden Tag dort was zu posten. Jetzt esse ich noch ein halbes Kilo von der Wassermelone. Danach gehe ich schlafen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann alle im nächsten Video.